Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin Sylvie und ja, ich bin vor 2 Tagen schon das erste Mal mit Bosschen aufgewacht. Aber vielleicht hört ihr es an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen krank. Was heißt ein bisschen? Ich lüge. Ich bin richtig krank geworden. Und deswegen habe ich jetzt auch hier meine schöne Tasse mit Schäfchen drauf und trinke hier so einen Zitronentee, einfach nur mit frischen Zitronen. Das soll ein bisschen helfen. Ich habe ein bisschen was mit den Mandeln. Ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird, weil ich hier nicht versichert bin. Und deswegen wäre das halt echt blöd, wenn ich jetzt krank werden würde. Aber ich bin bei einer guten Freundin. Ihre Mutter arbeitet im Krankenhaus. Deswegen sollte was passieren. Ich werde sie auf jeden Fall überleben, hoffentlich. Ja. Weil die kann sich sofort kümmern und alles wäre gut. Ja, ich bin vor 2 Tagen angekommen. Was habe ich bis jetzt gemacht alles? Oh mein Gott, gar nicht so viel, aber es kommt mir schon extrem viel vor, weil ich zwischendurch echt viel Stress hatte. Und ich ziemlich persönlich stressig hatte. Ich war am ersten Tag direkt bei der Tabia, Ich war oben bei Tabia, sage ich jetzt einfach mal. Und von dort aus hat man eine unglaubliche und wunderschöne Sicht auf ganz Sarajevo, würde ich behaupten. So groß ist Sarajevo jetzt nicht, deswegen. Ich habe dort auch schöne Videos gemacht. Danach war ich im Café, hab da türkischen Tee getrunken. Ich liebe ja türkischen Tee. Es gab für mich noch keine Nargila, weil, wie gesagt, ich bin wirklich krank und das wäre einfach nur der Tod für mich. Ich glaube, ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder einigermaßen fit bin, dass ich dann Nargila rauchen kann. Gestern war das Wetter unglaublich schön. 22 Grad hatten wir. Mega, einfach nur super warm, richtig schön. Ja, heute hingegen war es eher regnerisch, nicht so schön. Ach Gott, mein Make-up. Es war meistens eigentlich eher bewölkt und viel habe ich jetzt auch nicht geschafft heute. Heute war ich eigentlich die meiste Zeit im Café und dann zu Hause, mich ausgeruht. Ich bin wirklich krank und möchte am liebsten eigentlich nur schlafen. Ich bin heute jetzt fertig, es geht nämlich raus gleich. Ich treffe mich, obwohl ich mich eigentlich nicht so gut fühle und denke, okay, es wäre besser, lieber jetzt zu Hause zu bleiben und zu schlafen. Treffe ich mich mit einigen Freunden, mit einigen Freiwilligen, mit denen ich hier zusammengearbeitet habe. Wäre meine Zeit, das sind alles Bosnier und Serbien. Treffen uns gleich am Abend. Und ich habe auch natürlich diese ganz große Packung Haribo für die. Ja, die habt ihr schon gesehen. Und ich freue mich natürlich gleich mit denen zusammenzusetzen, ein bisschen zu gucken, zu reden. Wahrscheinlich werde ich die meiste Zeit auf Bosnisch reden. Das ist sowieso das, was ich am liebsten mache. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, so, oh mein Gott, ich glaube, die verstehen mich nicht. Aber ich glaube, jeder versteht mich soweit eigentlich. Und ja, ich hatte bis jetzt echt eine richtig coole Zeit. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Also ich werde jetzt einen richtig geilen Abend haben. Und ja, morgen sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Tschüss!